Ah, Junge, ich krieg aber auch nicht so viel Traktion. Ey! Junge, wie bist du so schnell, Alter? Wie bist du so langsam? Kannst du mal den Speed-Glitch ausmachen? Yeah, wahrscheinlich. Ja, jetzt sieht er mir, Digga, wie bist du so schnell, Alter? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play GTA Online. Heute sind wir hier wieder in einer wunderschönen LAN-Party unterwegs. Wir zocken zu zweit nebeneinander. Wer hätte gedacht, dass ich das nochmal sagen kann? Mit dem Leonard, guten Tag. Hallöchen. Genau, es ist neben mir. Vielleicht kannst du deine Hand mal reinhalten. Ja, das mache ich gleich. Aber ich will erst mal kurz. So, Freunde, nur dass ihr es versteht. Oh, da der Leonard es mal wieder verbockt hat. Boss. Mit seinem Account habe ich mal eben kurz bei mir anderes GTA installiert. Oh, ich muss gleich mal die Lautstärke hier ein bisschen kleiner machen, ich höre dich ja gar nicht. Und ich zocke mit meinem Zweit-Account und Leonard zockt mit meinem Main-Account. Danke fürs Fuck! Und wir haben das mit dem Sound jetzt so gemacht quasi, dass... Gott, was ist denn das hier? Das ist ein Labyrinth oder was? Also mein Headset liegt jetzt quasi vor uns und wir sprechen beide das ist für eine Scheiße Headset hier rein. Ich hoffe, mit dem Sound passt das soweit. Es wird jetzt nicht so geil klingen wie sonst. Das entschuldige ich. Wie kann man einen Neustart machen? Y gedrückt halten. Response so. Ich werde probieren, das Ganze im Laufe der Folge nochmal ein bisschen anzupassen mit dem Sound und so. Aufnahmequalität sollte da sein. Leonard nimmt auch seine Sicht auf. Boah, warum hast du Nacht eingestellt, Alter? Das ist mega scheiße, ne? Ja. Ja, da Leonard meine Couch spielt, muss er auch die ganzen Maps raussuchen und starten. Ja. Da müssen wir jetzt nochmal drauf achten, dass er dann wenigstens auf Tag stellt. Ja, ist schon besser auf jeden Fall. Dann sieht er hier kaum was. Ja. So, fahren wir jetzt erstmal. Ich freue mich mega, dass so, es mal wieder meine klappt. Hand? Ja. Ja, toll, er ist für ein Unfall. Ah, das war es ja sogar schon mit einer Runde. Okay, das werden die dann auch relativ flott, sag ich mal. Müssen wir mal gucken, wie viele Rennen wir in dieser Folge schaffen. Ich gucke mal ein bisschen auf die Zeit. Aber ja, sollte passen. Okay, wenn man die Strecke einmal kennt, weiß man ja, wo man abbiegen muss. Dann probiere ich jetzt mal eine schöne, schnelle Runde hinzukriegen. Dann gucken wir mal, dass das alles hier technisch läuft. Das ist ja irgendwie so eine Scheißrunde. Boah, Alter, aber diese Strecke ist nicht gerade geil gebaut, sag ich mal. Nee, ich finde die auch nicht so nice. Das Foto sah halt ziemlich nice aus, aber der T20 ist auch nicht mehr das Auto, was er mal war, ne? Da ist man mittlerweile, was das Kurvenverhalten angeht, ist man schon so viel Premium gewöhnt, dass dieser Wagen einfach nur noch scheiße ist. Ich glaube, ich muss meine Kamera gleich mal auch verstellen hier, weil das ist nicht mein Account. Ich kann auch sein, dass hier der Fahrskill von diesem Charakter einfach noch nicht so groß ist und deswegen die Kurven nicht so... Die ist ja so schlecht. ...nicht so geil sind. Ja, was? Ja, du bist richtig schlecht, kann ich dir zustimmen. Ja. Das liegt aber nur am Fahrzeug, ne? Nee, du hast es ja ausgesucht. Mann! Ja. Yeah. Leonards Ausraster waren ja immer so mit die besten. Deswegen freue ich mich auch, dass es wieder nach ewig, ewig langer Zeit klappt mit ein paar Aufnahmen jetzt. Ist ja auch schon wie lange her? Puh, keine Ahnung. Ja. Auch wieder ein Jahr, oder? Ja, mindestens. Nee, wir haben einmal zum Lockdown gespielt. Aber der war ja letzten Sommer, ist oder? So, ist schon anderthalb Jahre bestimmt her. Ja. Da haben wir einmal gespielt, aber. Mit Tiberius aber zusammen, weiß ich nicht. Was läuft eigentlich für eine scheiß Musik in meinem Hintergrund? Das ist wirklich so. Keine Ahnung, wie man die ausmacht. Oh Gott, das war die ganze Zeit das Radio. Ja, was denn sonst? Von GTA, Alter, ja, please, ey. Copyright Claim in mein Gesicht. Ich dachte, das wäre die ganze Zeit meine Musik von
meiner Playlist, aber die ist scheinbar so leise, dass ich die gar nicht höre gerade, weil... Okay, ja geil. Mit ein bisschen Glück wird die Folge jetzt gesperrt. Nice. Ich hoffe einfach mal nicht, Freunde. Ja, jetzt höre ich auch wieder meine Musik leise im Hintergrund. Schön. Oh, da muss ich gleich mal die Radiolautstärke ausmachen und ich muss auch meine Kameraeinstellung ein bisschen ändern, damit ich hier wieder gut fahren kann. Fast 30 Sekunden Rückstand, wie fühlen Sie sich? Ja. Naja, gut, muss erstmal wieder reinkommen. Ich glaube, du kommst. Das ist auch schon ewig, ja. Im Laufe des Tages wirst du da schon wieder ein bisschen weiter in meine Richtung kommen. Das hoffe ich mal. Warte ich mal ganz kurz, dann kommst du auf jeden Fall noch ins Ziel. Der erste Sieg dieser Folge geht aber an mich. Ah, ich hoffe, ich komme noch rein. Ja, solltest du. Wenn du jetzt keinen großen Fehler mehr machst, dann solltest du reinkommen. Ich mache währenddessen mal ganz kurz hier meine Einstellungen. So, Musiklautstärke aus. Und dann muss ich ganz kurz in der Kamera was machen. Und zwar auf Hochstellen. Das ist deutlich besser für Rennen. Ja, das sollte dann erstmal passen. Ah, hab's nicht geschafft. Was hast du denn jetzt noch für Fehler gemacht? Als ich vorm Ziel stand, stand 28 Sekunden. Ich habe noch ein paar Sekunden gewartet, also... Tja. Okay. Egal. Nächstes Rennen hoffentlich auch wieder bei Tag. Weiter geht's. So, zweites Rennen schon gestartet. Wir mussten beim Leonard auch ganz kurz mal ein paar Einstellungen übernehmen. Deswegen sind jetzt schon ein paar Sekunden vergangen. LSPG Formula ist die Map. Ein Standardrennen mit 100% Bewertung. Drei Runden und der Leonard hat sich entschieden. Für den Drift-Tamper. Genau. Würde ich auch sagen. Ach, willst du unbedingt zu sehen sein in der Aufnahme, ja? Ja, mal kurz Hallo sagen. Okay. So, ja. Alles klar, dann würde ich dann sagen... Dann habt ihr ihn ja jetzt auch mal gesehen. Ist auch schön. Ist, glaube ich, das erste Mal auf diesem Kanal. Richtig. Okay, dann würde ich sagen 3, 2, 1, los. Finde ich interessant. Die meisten wollen immer nicht gesehen werden. Ach. Aber der Leonard hat da gar keinen Charme. Da der hat gar keinen Charme. Der hat den schon längst losgeworden. Genau. Wir haben drei Runden jetzt. Es ist ganz komisch gegen meinen eigenen... Scheiße, ne? Es ist richtig merkwürdig, gegen meinen eigenen Namen zu fahren. Das ist, bin normalerweise ich da. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast. Jetzt haben wir wieder Tag, jetzt sehen wir was. Ciao. Yes. Windschatten ist ja da. Genau, Windschatten ist da. Viel Spaß. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das gibt's nicht. Hauptsache, ich bin genau so schnell, dass ich darüber flippe, ja, Alter. Ja, so ist das, ne? Wie viele Punkte? Es sind nur 13 Punkte pro Runde? Was ist das denn? Tja, jetzt gewinne ich vielleicht mal. Wir haben nur 3. Hast du mit Aufholen oder? Nee, ohne Aufholen, aber mit Windschatten. Ja, was ist denn los bei dir? Fuck, diese Karre, komm ich gar nicht klar. Ja, die immer auf die Karre schieben. Ja, klar. Okay, geben wir mal Gas. Ich meine, mache ich natürlich mit Absicht, damit mein Account gewinnt. Ne? Ja, hier geht zu viel geradeaus, Alter. Wie soll ich hier aufholen, wenn wir nur geradeaus fahren, Alter? Hi! Ja, na, schade. Nicht genug verkackt. Oh, Digga, was ist denn diese scheiß Strecke? Ja, nee, auf die Strecke komme ich gar nicht klar, Alter. Ey, ist doch eigentlich ganz easy. Yeah, wahrscheinlich. Alter! Oh, ich dachte, ich fahre hier runter. Ja, okay, das Rennen ist für mich aber sowas von gelaufen, ey. Für mich? Nee, für mich. Achso. Digga! Ich hab überall verkackt, wo man verkacken konnte. Also... Da ist nicht mehr viel drin für mich. Boah, der driftet halt auch mega leicht. Er heißt ja auch so. Oh, nee. Nein! Fuck! Ja. Ey, du, guck mal, du hast mich fast eingeholt. Nee, Digga. Ey, na klar. So weit hinten bist du nicht mehr. Komm, komm, komm! Ja, Digga, nur 20 Sekunden, Alter, du tust so. Guck mal, einen Unfall und dann hast du mich wieder. Nee. Nee. Du hast ein neues Auto, guck mal, mein Auto ist schon fast kaputt. Okay, ja.
Das macht jetzt nicht so den Unterschied. Ich hoffe so. Ich hoffe wirklich, Freunde, die Soundqualität passt. Ja, sehe ich gerne. Ja, nee. Das. Aber das wäre wieder so ein Leonard-Moment, ne? Das Ganze rennt vorne und dann... Ja, genau, und am Ende verkacke ich dann. Das hat er schon oft gebracht. Ist das die letzte Runde, oder? Das ist die letzte Runde, ja. Ja, also bisher kann ich mich eigentlich nicht Nein. Fuck! Du hast mich gleich. Als ob. Wo bist du denn? Hallo! Komm doch her! Ey, du bist halt wirklich relativ nah, ne? Ich will auch mal gucken. Oh, da ist er doch! Jawohl, da ist er doch! Ja, jetzt verkack's nochmal, jawohl! Da kommt er jetzt! Ja, hör mal auf, mich hier unter Druck zu setzen. Du kleiner Schlawiner! Nein! Ja. Komm, du verkackst noch, Alter. Wie viele Punkte? Du verkackst noch. Ja, scheiße, es reicht nicht. So ein, zwei Runden mehr, dann wär's nochmal. Ich muss einen fetten Fehler machen und dann hast du mich. Es kommt ja noch eine Kurve. Wenn ich jetzt irgendwie die Brücke runterfliege, dann habe ich verkackt. Ja. Aber das dazu kommt es nicht. Verkackst! Nein! Fahr doch! Ja, okay. Nein! Auf ganz entspannt. Ah, es reicht leider auf nicht. Ganz entspannt. Ah, aber guck mal, wie wenig Zeit nur noch. Aber krass, ne? Eine Runde noch und dann hättest du es mal auf 4 Runden gelassen, ey. Und ich sag ihm noch mal auf 3 Runden, ey. Tja, 1-1 steht's jetzt. Ah, okay, steht 1-1. Es kommen ja noch ein paar Rennen. Gucken wir mal, wie viel wir die Folge noch machen. Aber weil die Rennen alle so kurz sind, machen wir bestimmt mindestens 4. In dem Sinne, weiter geht's. Jetzt haben wir hier ein Formula-Rennen. Allerdings nur 6 Runden diesmal, damit der Leonard auch ein bisschen da reinkommt. Die Maps von Headhunter, die sind ja auch ziemlich eng gebaut. Richtig. Es gibt eine Box, die ist genau hier neben uns und die Regeln lauten mindestens ein Boxenstopp und wir müssen auch den Reifensatz ändern. Wir sind jetzt beide auf Medium gestartet. Du musst übrigens auch aufpassen, dass du dir nicht den Frontflügel kaputt machst, denn dann musst du erst recht in die Box fahren, weil du ihn reparieren lassen musst. Und ja, diese Headhunter-Maps haben es an sich sehr eng gebaut zu sein. Die Straße ist noch nass, weil es geregnet hat. Scheiße, Mann. So, ich muss auch erstmal die Strecke kennenlernen. Die ist auch schon wieder extrem Monaco-mäßig gebaut. Das ist halt das, was Headhunter-Maps ausmachen, muss ich sagen. Okay, jetzt geht's wieder geradeaus. Ein kleiner Sprung, muss man aufpassen. Oh, unter der Schranke durch. Ja, hat nicht ganz gepasst. Okay, und jetzt Full Speed. Man hat den Speed schon von ganz Anfang an verfügbar. Das ist natürlich auch nice. Denk dran, dass du den Speed hast. Du hast mit dem linken Stick reindrücken, dann hast du den Boost. Der lädt sich auf, wenn du vom Gas gehst und bremst, genau. Muss ich ganz kurz. Boah, ich komme auf die Strecke noch nicht klar. Muss noch mal gucken, wo die Box ist. Ich glaube, das war es auch schon mit einer Runde fast. Tja, deine Reifen sind schon orange nach einer Runde, Alter. Du bist ja auch ein Typ. Mann! Was denn? Du bist so weit vorne. Bist du dagegen gefahren oder was? Aha. Ich darf auf jeden Fall nicht verpassen, wo die Box ist. Also ich würde dir empfehlen, jetzt in die Box zu fahren, ne? Deine Reifen sind schon rot. Ja, wo ist denn die Box? Hier, wo ich jetzt bin. Ich warte mal auf dich, damit du siehst. Dann weißt du für die restlichen Runden Bescheid. Du musst hier einfach jetzt links rein. Genau. Jetzt hier musst du nach links rein einfach. Ah, okay. Und in diesem blauen Feld musst du dann stehen bleiben. Okay, alles klar. Und dann kannst du deinen Reifen theoretisch ändern. Ich würde dir jetzt empfehlen, die harten zu nehmen, weil der Verschleiß scheint schon... Ja, er wechselt einfach gar nicht. Perfekt. Egal. Was ist das? Mann, was ist das denn?
Du musst noch mindestens einmal den Satz ändern, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ach, scheiße. Ja, okay, ein Boxenstopp ist ein bisschen wenig. Der Reifenverschleiß ist durch die... Der geht ja auch hoch, wenn man crasht. Also mit jedem Crash wird der Reifen auch nochmal beansprucht. Ja, das heißt, wenn du ohne weiteren Crash fahren kannst, dann... Das ist natürlich nicht so schädlich für deinen Wagen. Gehen wir mal ein bisschen Gas, ich guck mal, was so drin ist jetzt hier auf dieser Map. Boah, die ist halt schon echt fies, da müsste ich mir vielleicht dann nochmal eine normale Map suchen, mit einer normalen Rennstrecke quasi. Weil das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig zu fahren. Sehr anspruchsvoll. Da crash ich auch, aber krass. Ich muss jetzt auch definitiv in die Box gehen. Nach zwei Runden gerade mal. Mit mittleren kannst du normalerweise schon eine Weile fahren. Mhm. Die Runde ist jetzt nicht unbedingt lang. Ich gehe auf jeden Fall auf hart. Oh Mann, ey, ich habe jetzt schon wieder gelbe Reifen. Ja. Naja, wie gesagt, geh auf hart, dann kannst du vielleicht mal zwei Runden fahren oder so. Ja. Das ist sinnvoller, denke ich mal. So, ich bin jetzt da. So, hart. Das ist leider nicht gut gemacht, wenn man aus der Box rausfährt. Dann ich weiß, den ist richtig doof nicht gemacht. Hm. Ich finde die Runde auch generell ist nicht so nice. Ja, ist nicht unbedingt die geilste Map. Das kann man halt auf dem Bild immer nicht sehen. Das ist immer das Problem. So geile Maps, gibt nicht so geile. Gehört dazu, Freunde. Zum Abschluss haben wir noch, kann ich gleich schon mal sagen, eine Rallye. Viel im Gelände. Bin ich mal gespannt. Das heißt, da wird sich dann entscheiden. So, jetzt mal langsam ein bisschen auf die Map hier reinkommen. Mann, was ist das denn hier? Ja, das ist. Da hätte ich mir den Punkt weiter vorne gewünscht, ganz ehrlich. Das ist ein bisschen schade. Aber naja, gut. Ich habe selber mal eine Formula-Map gebaut und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es nicht leicht ist, sowas zu bauen. Also. Gut, Punkte setzen ist was anderes, aber es ist zum Teil schon sehr friemelig, mit diesem Rockstar Editor Maps zu bauen. Also an alle, die sowas richtig gut können, Hut ab, das kostet schon viele Nerven, sag ich mal. Das kostet schon... Ich habe auch mal eine Map gebaut und irgendwie hat mich das richtig genervt. Echt? Du hast mal eine Map gebaut? Ich habe mal eine gebaut, ganz am Anfang, geworden? Als dieser Editor rausgekommen ist. Hast du die hochgeladen, oder? Nee, das war einfach richtig scheiße. Okay. Ich habe sogar einige Maps online. Unter anderem auch Motorradparcours und so. Die habe ich aber auch ganz früher gebaut. Sind jetzt auch nicht so viel haltbarer. Auf dieser Map hier klappt es nicht so ganz. Boah. Was ist denn? Wenn alles geklappt hat, habe ich seine Sicht ja auch noch mit aufgenommen. Dann werdet ihr auch sehen können, Freunde, was er da gerade dauerhaft für eine Scheiße produziert. Genau. Gucken wir mal. Wie gut bist du so unterwegs, würdest du sagen? Hä? Wie gut bist du so unterwegs gerade? Potenzial noch nach oben oder schon am Limit? Könnte besser werden. Könnte besser sein. Könnte besser sein. Bei mir aber definitiv auch. Also bei der Map, glaube ich. Vierte Runde. Okay.
Reifen sind am Arsch, Alter, die platzen gleich. Dann geh doch mal in die Box. Ich geh jetzt in die Box wieder, ja. Geh mal in die Box. Guck mal, deine Reifen sind genauso scheiße wie meine. Tja, du bist noch eine neue Runde losgefahren jetzt, oder was? Obwohl die schon rot sind. Die werden platzen. Naja, ich fahr jetzt schon zweimal in der Box. Ja, ich auch. Ich fahr jetzt zum dritten Mal. Ich geh jede Runde. Oder nee, ich fahr jetzt einmal in der Box, ja. Ah, jetzt pieken die Reifen, das heißt, die werden gleich platzen. Mann! Was ist denn das für eine Scheiße? Aber gerade rechtzeitig, in der Box. Scheiße, mein Reifen ist geplatzt. Ja, ne? Nice. Das bringt nichts, die sind jetzt am Arsch, du musst bis zur Box kommen. Als ob. Als ob. Jetzt überrunde ich dich. Nein! Doch, ich überrunde dich. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, deswegen sag ich ja, du musst die Reifen im Blick halten. Ja gut, ich hab völlig verloren. Also. Ich höre dich, du bist ja noch hier. Oh, ich überrunde dich gleich. Und ich hab... Hey, ich bin ja auch erst. Hä? Ey, wieso bin ich erst Runde 4 von 6? Hä? Hab ich da was verpasst? Ach so, ja. Ich hab nach der Box den Punkt nicht eingesammelt. Nice. Jetzt wäre ich gleich... Jetzt wäre ich eine Runde umsonst gefahren. Tatsache. Okay, vielleicht überhole ich dich doch nicht, weil ich muss jetzt... Natürlich, komm, ich komme gleich vorwärts. Ich muss die Runde nochmal von vorne anfangen jetzt. Ja, ist egal. Ich komme jedenfalls vorwärts. Was ist das denn? Probier mal Halbgas, dann passt das. Wenn du den Trigger nicht ganz durchdrückst, ne? Oder rückwärts soll auch verdammt gut eigentlich sein, so. Na, guck mal. Wo kann man da einigermaßen fahren? Ja, sehr gespannt, was bei der besten Runde rumgekommen ist. Ich habe bisher nicht eine Runde perfekt hinbekommen, sage ich ganz ehrlich. Also... Hi! Ah, ja. Oh, fahr mal ins Ziel. Ja, mach ich. Es tut mir auch leid, dass man hier die Controller jetzt sehr deutlich hören wird, die Folge, aber es geht nicht anders, dass wir beide hier sitzen können und aufnehmen. Es ist immer ein bisschen anders, wenn andere Leute hier sind mit dem Sound. Ich habe leider noch keine Lavalier-Mikrofone, durch die man das vielleicht hätte lösen können, dass beide einen guten Sound haben, aber ja, irgendwann mal. Ich sehe aktuell nicht ein, Geld dafür auszugeben, nur dafür, weil andernfalls brauche ich die Dinger ja nicht, ne? Also, wenn natürlich jetzt eine Firma irgendwie jetzt meint, mir welche zuzuschicken, habe ich jetzt gar nichts gegen, sag ich mal ganz ehrlich, also. Mann! Das ist eine Scheiße. Ich hoffe, wir werden am heutigen Tag noch ein paar mehr von diesen Ausrastern hören. Die finde ich nämlich immer einigermaßen nice. Also wenn du 3 Minuten auf mich wartest, dann gewinne ich vielleicht. Nee. Nee, ich fahr so ins Ziel, ey. Digga, wenn du so weitermachst, dann beruhige ich dich ein zweites Mal. Ja, das denke ich auch. Ja, wobei du bist gleich, boah, das könnte meine Bestrunde werden hier. Absolut. Ich dachte, er muss einfach respawnen und dann... Nee, bei dem Modus, wenn du dein Auto Schrott ist, dann ist es. Boah, das wird so eine Bestrunde. Alter, wieder eine beste Runde. Noch nicht wirklich verkackt bis jetzt. Meine Fresse. Ja, nicht ganz, du wirst. Wobei, es wird sehr knapp. Ich könnte dich jetzt wirklich das zweite Mal holen. Ah, da habe ich einmal kurz verkackt, schade.
schade, da ist er in der Box. Aber den Punkt, den sammle ich vor dir ein. Das ist auch wirklich richtig scheiße gemacht. Da ist er. Zack. Vielleicht schaffe ich es ja noch ins Ziel, ne? Er muss jetzt noch zwei Runden fahren und ich bin einfach im Ziel, ey. Digga, deine Reifen sind immer noch kaputt. Ey, gar nicht. Doch, guck doch mal, wie orange. Du hast die nicht richtig, du standest nicht lang genug. Guck mal, bei mir sind die noch geplatzt. Geil, Alter, ich finde dieses Formel 1 Rennen auch nicht so geil. Naja, mit so einer engen Strecke nicht. Wenn es so eine schön offene Strecke ganz ist, nice, dann ist es ganz nice. Vielleicht finde ich so eine noch. Jetzt steht 2-1 für mich, Freunde. Das heißt, ein Rennen gibt es jetzt noch. Entweder ich gewinne haushoch mit 3-1 oder die Folge endet mit dem Unentschieden. Nee, perfekt. Letztes Rennen, Freunde, bis gleich. Letztes Rennen für diese Folge. Rally Grand Canyon VRC, WRC, mit dem Tesseract. Zwei Runden. Leonard hat die Chance, diese Folge Gleichstand zu spielen. Oder er verkackt. Es ist ein Elektrofahrzeug mit ziemlich viel... Ja, der hat echt viel Power, also... Mann! Ja. So, das Rennen ist ein bisschen länger, viel im Gelände. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung, diese Karre hier zu nehmen, weil es kann Pain sein. Aber bisher macht er einen ganz guten Eindruck. Das Schöne ist, dass er breit ist und flach, das heißt, er sollte nicht so viele Probleme mit dem Umkippen haben. Und ich schaff's trotzdem. Junge, ich krieg aber auch nicht so viel Traktion. Ey! Junge, wie bist du so schnell, Alter? Wie bist du so langsam? Kannst du mal den Speed-Glitch ausmachen? Yeah, wahrscheinlich. Ja, jetzt sieht er mir, Digga, wie bist du so schnell, Alter? Ah! Ja! Schön. Lass mich vorbei! Nein! Ja! Bleib drauf! Nein! Aber die Strecke ist geil, irgendwie. Hat was. Ja, die kann man schon mit einem Supersportwagen fahren. Also mit dem schon. Es gibt welche, die. Mit denen will ich das nicht mal. Nein! Fuck! Oh, geil. Fängst gleich an, eine Arie zu singen. Nein! Ey, ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Was ist denn mit Carsten los? Das sieht aber gar nicht gut aus. Mann, ich dreh mich um, Kreis. Oh, geil, ey. Geht das? Oh, du machst einfach so perfekt. Ciao! Oh. Mann, er lenkt nicht! Mann! Er fährt echt solide im Gelände, ganz ehrlich. Hä? Er fährt echt solide im Gelände. Er ist sehr stabil, der Wagen. Boah, was war das für eine Kurve? Nein. Oh, shit. Nein! Was ist denn das? Du bist ja schon hier! Ja! Tatsächlich! Und schön runter. Mann, ich dachte, du fällst da runter. Oh Gott! Nein! 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 Fuck! Yeah! Okay, gut. Ciao! Ja, Digga, was? Doch, geil! Jo, mein Auto ist einfach kaputt. Schnell man einen dann wieder überholt, ne? Das ist krass. Tja, mein Auto wollte einfach nicht mehr fahren. Mann!
ich komm hinterher. Ja! Nein! Jawoll! Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Da muss man ein bisschen langsamer fahren. Ah! Lenkst du! Ah. Ich komm nicht rauf. Fahr doch! Digga, du bist weg! Hä? Du bist weg! Ich bin nicht weg. Digga, ich seh dich nicht mehr. Bin weg! Fuck! Tja, was ist denn los bei dir? Scheiße. Ja, was ist los bei dir, Alter? Ich seh dich auch nicht mehr Straße. Ja, mit Controller ist von mir ein bisschen besser als mit Tastatur. Ich merke schon, du bist echt, also dafür, dass du auch wieder so lange nicht gespielt hast, du warst aber schon immer echt nicht schlecht im Fahren. Aber guck mal, wer hier ist. Abby, wann hast du mich bitte überholt? Ja, ich hab dich gar nicht überholt. Ach so, ich wollte auf die Fall. Einfach auf deinen Bildschirm halt geguckt. Ich dachte so, hä? Ja. Wow. Hättest du mal eine Runde gemacht, dann wäre ich jetzt im Ziel als Erster. Genau, das wollte ich ja auch. Ne? Ballometer! Endschmeier. Nein! 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 Yeah! Ja, meine Fresse, was ist das denn? Feier ich ab, feier ich. Find ich gut. Nicht gut. Ja, du bist nur eine Kurve hinter mir, ne? Also. Gib Gas! Ich geb Gas, ich geb Gas. Alter, wie ich gelandet bin. Voll geil. Oh, komm. Nein! Wird's weniger oder mehr? Der Abstand ist gleich zur Zeit. Fuck. Steil! Nein, wieso ist denn da ein Stock? Ja, genau der gleiche. Was ist das denn? Hui! Oh, du hast aufgeholt, bisschen. Nein! Da bist du ja schon! Natürlich. Nein. So knapp. Letztes Mal war es genauso knapp. Oh nein, ich renne. Nein! Ja! Ah! Nein! Nein, nein! Ah, okay, das wird. Hey. Das wäre hier wirklich eine knappe Sache. Ich raste hier aus, Alter. Ich verliere jetzt hier nicht. Nein!
Ich dich auf! Los! Komm, jetzt ins Ziel. Jetzt gehe ich richtig genüsslich ins Ziel. Nee. So, wie sich das gehört! Ey, wie konntest du mich noch einholen? Na? Ah. Ey, wie kann jetzt so knapp sein? Ist wirklich sauknapp, ne? Ja. Nein! Es aber geht nicht mehr. Einen Unfall bauen, dann hab ich das Ding. Es geht nicht mehr lange. Ah! Alter, ist das knapp! Ja. Verdammte Scheiße, Mann. Nein! Nein! Yeah! Fuck! Yeah. Das ist das Ding. Ja, jetzt noch ganz sicher nach Hause. Komm! Oh. Komm, rum, gib Gas! Kein Fehler mehr, kein Fehler. Scheiße, ich bin zu nervös jetzt. Stein, Mauer. Alter, das ist so eng. Das ist Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Nein! Nein! Hey, du hast es trotzdem geschafft. Ja, krass. Oh. Ja. Was? Was? Ja, wo ist denn dieses scheiß Ziel? Fuck. Oh, Alter, wie eng war das? Oh, Mann, das war wirklich scharf. Ja. Aber gut, gutes. Oh, hätte ich mir fast noch in die Hosen geschissen, Alter. Ey, stark. Ja, war schon gut. Geil. Ja, geile erste Folge hier fürs Erste. Ja. Das war's erstmal für die Folge. In der nächsten Folge geht's direkt hier weiter mit dieser krassen Action. Und wer weiß, vielleicht ist er bis dahin nochmal ein bisschen stärker. Ist er ein bisschen auf den Controller eingespielt und so, ne? Genau. Du hast sogar die beste Runde. Ja, würde ich auch sagen. Also dann, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke fürs Zuschauen, Freunde. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und nächste Folge geht's weiter mit beschissenem Scheiß in GTA. Tschüss.